Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du dabei bist. In den vergangenen Wochen hat uns neben Covid-19 ein Thema besonders beschäftigt. Und das ist die digitale Zusammenarbeit, auch genannt Remote Work. Von jetzt auf gleich mussten einige Firmen umstellen und ihr Büro nach Hause verlegen. Heute spreche ich gemeinsam mit einigen Kollegen und Freunden darüber, was bei uns funktioniert und was nicht. Uns haben in den letzten Tagen viele Fragen erreicht. Ganz, ganz herzlichen Dank erstmal vorweg dafür, fürs Mitmachen. Und wir werden einige sicherlich auch davon aufgreifen. Und jetzt möchte ich gerne einmal vorstellen, wer hier eigentlich heute mit im Videocall ist. Das ist zum allerersten Mal Manuel Pistner. Hallo Manuel. Hallo. Manuel ist CEO zweier Firmen. Er entwickelt mit seinem Team bei Bright Solutions Softwarelösungen für Kunden weltweit. Manuel ist ein echter Remote-Work-Befürworter und arbeitet seit vielen Jahren ausschließlich virtuell zusammen. Deshalb hat er jetzt auch FlashHub gegründet, ein Unternehmen, welches euch dabei unterstützen kann, ebenfalls virtuelle Teams aufzubauen. Mit dabei ist auch Alessia. Hallo Alessia. Hallo. Alessia Allewelt ist die Gründerin von Memanto, dem ersten rein digitalen Messemanagement-Team. Memanto arbeitet ebenfalls seit Gründung full remote zusammen. Wir sind gespannt, welche Erfahrungen du insbesondere in Bezug auf die digitale Zusammenarbeit und die Auswahl der richtigen Mitarbeiter mit uns teilen kannst, Alessia. Dann haben wir noch dabei die Stefanie Krügel. Hallo Stefanie. Hallo. Vielen Dank, dass du mich so tatkräftig unterstützt hast, zusammen mit der Dorothee bei der Organisation dieser Q&A-Session. Sie ist Gründerin der Gelben Raben und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FH Südwestfalen und unterstützt Organisationen in der digitalen Transformation. Parallel beschäftigt sie sich als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FH Südwestfalen mit paradoxer Führung. Sandra, du hast dich noch gar nicht vorgestellt. Sandra Thomas ist CEO bei Talent Monkey. Und Talent Monkey, das ist eine Plattform, die digitale Talente weltweit mit deutschen Firmen matcht. Hier geht es um Menschen, die tatsächlich remote arbeiten wollen. Das heißt, die international wohnen möchten, aber remote arbeiten wollen. Und Sandra ist davon überzeugt, dass der Trend der remoten Zusammenarbeit den Arbeitgebern wirklich einen Vorteil gibt in der Akquise ihrer Mitarbeiter. Also ein ganz spannendes Thema. Und dabei ist Markus Ruf. Hallo Markus. Hallo. Markus ist Bereichsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung der TÜV Rheinland Industrieservice GmbH. Markus, ich kenne dich als einen sehr vielseitigen Menschen mit vielen Interessen. Und neben Innovation und Business Development ist unter anderem auch Sales und Strategie dein Kernthema. Jawohl. Und dann haben wir einen weiteren Markus mit dabei. Markus Hanauer. Hallo Markus. Hey, hallo. Markus ist Gründer und Geschäftsführer von SpiritLink. Er ist seit mehr als 20 Jahren erfolgreich im Healthcare-Geschäft aktiv, ist auch bekannt dadurch, dass er eine sehr spezielle Art hat, sein Unternehmen zu leiten und dadurch auch, auch erfolgreich 7-mal nun als bester Arbeitgeber ausgezeichnet wurde bei Great Place to Work. Und ganz spannend bei dir auch ist, du hast 60 Mitarbeiter und die arbeiten eigenverantwortlich, ohne Führungskräfte, ohne Abteilungsgrenzen und ohne Funktionsbezeichnungen. Also ganz spannend, was wir da heute erfahren werden. Und dann ist noch dabei Dr. Frank Danzinger. Hallo Frank. Frank ist stellvertretender Geschäftsführer des Fraunhofer SCS und er leitet dort die Abteilung Innovation und Transformation. Und diese Abteilung bezeichnet er in eigenen Worten eigentlich als eine ungewöhnliche Organisationsform, die sich sowohl als eine Art angewandte Universität als auch als ein wirklich wirtschaftlich denkendes Unternehmen verhält. Und in seiner Abteilung wird sich unter anderem mit der Psychologie des Einzelnen beschäftigt. Da spielen Faktoren eine Rolle wie Stressresilienz in der neuen Arbeitsform. Ja, dann mache ich mal weiter, Doro. Hallo. Dorothee Brommer ist Unberaterin und gründet gerade mit mir gemeinsam die Gelben Raben. Sie unterstützt Organisationen dabei, ihre Projekte mit neuem Denken, maßgeschneiderten Methoden und guter Zusammenarbeit zum Ziel zu führen. Doro ist außerdem noch Mitglied im Innovationsbeirat und sie ist Mitherausgeberin des Booksprints Faszination New Work, 50 Impulse für die neue Arbeitswelt. Dann würde ich gerne noch vorstellen Franka Wittek. Franka, hallo. Hi, freut mich. Sie ist Leiterin der Marketingabteilung des Open-Source-Unternehmens OnCloud und Geschäftsführerin des Coworking Nürnberg, in dem sie gerade auch sitzt.
wie kaum eine andere prägt Franka die Nürnberger Webszene. Und dann haben wir noch den Simon Dückert. Hallo Simon. Hallo. Simon ist Inhaber der Cogneon Akademie. Er befasst sich seit vielen Jahren mit den Themen Wissensmanagement und Corporate Learning. Und er hat mit der Methode LernOS eine innovative Methode für selbstgesteuertes Lernen im Unternehmen entwickelt. Jetzt habe ich an euch alle gleich eine Frage. Und zwar würde ich von jedem von euch gern in einem Satz wissen, was in den letzten Wochen das überraschendste Moment im Zusammenhang mit Remote-Arbeit war. Manuel, möchtest du mal anfangen? Ja, also für mich persönlich gab es eigentlich keine große Überraschung. Ich mache das schon seit 3 Jahren. Aber die große Überraschung war, dass ich für Meetings meinen Körper nicht mehr 2 Stunden über die Autobahn schieben muss, um 1 Stunde Meeting zu haben, um 2 oder 3 Stunden im Stau wieder zurückzufahren, sondern dass alle, die sonst immer sagen, dafür müssen wir uns persönlich sehen, feststellen, das geht auch so. Wir fassen uns ja sowieso nicht in Meetings an, deshalb funktioniert das auch digital. Das fand ich sehr überraschend. Super. Markus Ruf, hast du einen Satz für mich? Ja, ich kann mich eigentlich da nur anschließen. Für mich war die größte Überraschung, dass wir in dieser kurzen Zeit unsere Meeting-Effizienz deutlich verbessern konnten. Wir haben teilweise die Zeiten unserer Meetings um 80% reduziert und haben aber das Ergebnis um 80% gesteigert. Wow. Alessia, wie sieht es bei dir aus? Also in unserer Arbeitsweise hat sich überhaupt gar nichts geändert. Die ist seit 10 Jahren, so wie sie heute auch ist. Aber was mich echt überrascht hat, dass selbst Schulen und das Finanzamt remote werden. Also sie sind direkt ins 21. Jahrhundert katapultiert worden. Das stimmt. Simon, und wie sieht es bei dir aus? Ja, für mich war eigentlich das Überraschendste, wie viele Leute, die in der Vergangenheit gesagt haben, dass für sie diese digitalen Werkzeuge nichts sind und virtuelle Meetings nichts sind, wie schnell die jetzt innerhalb von 2 Wochen eigentlich fast zu Profis geworden sind. Also wie normal es sich jetzt schon anfühlt, Dinge, die man vorher in Präsenz gemacht hat, jetzt einfach virtuell zu machen. Ja. Franka, wie siehst du das? Meine größte Überraschung war tatsächlich, dass mein Arbeitsweg plötzlich nur noch 10 Meter sind. Und diese Trennung zwischen Feierabend und Arbeitstagbeginn hinzukriegen, ist auch, wenn man eigentlich von überall aus arbeiten kann, wo man möchte und seinen Arbeitstag so gestalten kann, wie man das möchte, eine Umstellung gewesen. Das stimmt. Markus Hanauer, wie siehst du das? Bei mir war konkret ein Erlebnis spannend. Wir haben eine Kundenveranstaltung, die machen wir schon lange als Barcamp und die haben wir virtualisiert. Und da zu merken, oh, das ist auch ein Barcamp, funktioniert virtuell, das war super spannend. Das glaube ich. Frank, wie sieht das bei euch aus? Ja, wir sind ja eine relativ große Organisation und wir haben relativ spontan und vorgezogen plötzlich Teams eingeführt. Und wie cool das funktioniert hat, war tatsächlich toll und zeigt viel über, wie weit die Technik mittlerweile ist und auch wie weit wir sind. Also das fand ich tatsächlich sehr spannend und beeindruckend, wie problemlos das gelaufen ist. Spannend, dass du das Teams ansprichst, weil das war eigentlich einer meiner Überraschungsmomente, weil da habe ich mal gemerkt, das kostet mich einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen. Aber gut. Markus Ruf, jetzt müssen wir immer wirklich die Namen dazu sagen. Du vertrittst heute mit der TÜV Rheinland Industrie Service GmbH ein, jetzt würde ich mal sagen, etwas traditioneller aufgebautes Unternehmen. Und ja, jetzt würde mich mal interessieren, wie war das denn bei euch mit einer Remote-Arbeit? Was waren konkret eure ersten Schritte, die ihr jetzt umgesetzt habt im Zuge von Corona? Wir sind ein weltweites Unternehmen mit 22.000 Mitarbeitern. Ne? Das heißt, Corona ist nicht auf einmal bei uns angekommen, sondern begann in China und kam dann langsam nach Europa. Wir hatten vor Corona vielleicht 5% unserer Meetings virtuell und hatten am Ende des Tages dann 100% unserer Meetings virtuell. Da war sicherlich erstmal faszinierend, die Infrastruktur hat gehalten, ja. Also wir sind noch in der Skype-Welt unterwegs. Und der zweite große Schritt war in Deutschland, ja. Da haben wir über Nacht 30% unserer Mitarbeiter ins Homeoffice, was sicherlich einer Größenordnung entspricht von 3.000 bis 5.000 Mitarbeitern. Ja, also wir haben auch ein Massenthema natürlich immer bei dieser ganzen Sache gehabt. Das heißt, wir haben auch in kürzester Zeit Mitarbeiter, die noch kein Notebook hatten, mit Notebooks ausgestattet, ja, haben VPN-Kanäle eingerichtet, ja. Also es war eine herausfordernde Zeit. Aber wenn man jetzt so diese 3 bis 4 Wochen eben auch zurückschaut, die Leute haben sich an diese virtuellen Meetings gewöhnt. Die Meetings sind extrem effektiv. Und was sich auch herausstellt, an mich berichten auch einige Führungskräfte, die Kommunikation zwischen den Führungskräften und den Mitarbeitern, die jetzt im Homeoffice sind, ist eher intensiver geworden und effektiver. Also das ist schon auch positiv. Ja, spannend. Spannend. Ich schwenke mal zu dem anderen Markus über. Markus, du hingegen, du leitest ein ja deutlich kleineres, sehr agiles Unternehmen.
Aber ihr habt vor der Krise ja auch noch nicht alle full remote zusammengearbeitet. Was hat sich konkret für dich verändert oder für euch, als ihr auf einmal alle im Homeoffice wart? Wir hatten davor irgendwie einen Mitarbeiter, der erst in Schweden ein paar Jahre gearbeitet hat, dann in Italien. Und der war dann immer so die Ausnahme. Da wurde immer das Tobi-Pad überall mit in die Meetings genommen. Und der findet jetzt zum Beispiel total geil, dass wir jetzt alle remote arbeiten. Der fühlt sich viel integrierter als vorher. Also das Größte war für uns sich jetzt die Umstellung aller unserer Rituale. Also ich drehe zum Beispiel 3-4 Mal pro Woche normalerweise so eine Morgenrunde durch dieses Büro. Wie schaut das in der neuen Zeit aus? Wie schaut Gemeinschaft in der neuen Zeit aus? Da bin ich auch total heiß drauf, von den Firmen zu hören, die schon lange so arbeiten. Das war für uns schon eine große Umstellung. Wir versuchen einfach gerade viel, wir probieren viel aus, wir versuchen uns Best Practices zu holen und wir gehen einfach relativ schnell ins Reflektieren, was funktioniert für uns und was funktioniert auch nicht. Also wir haben jetzt unsere Pizza-Runde, das ist so ein Ritual, was wir alle 3 Monate machen, wo wir uns alle Zahlen der Firma anschauen und dann auch in so kleine Räume dann uns in Subgruppen teilen. Das haben wir jetzt virtualisiert. Das hat von dem Informationsfluss super geklappt, aber so die Diskussion hat nicht so gut stattgefunden, wie wir es normalerweise kennen. Und deswegen, wir experimentieren da viel rum. Naja, spannend. Alessia, du dagegen, du arbeitest seit einigen Jahren mit virtuellen Teams. Also da würde ich jetzt einfach mal unterstellen, dass sich überhaupt keine Veränderungen für dich ergeben hat. Oder ist es doch irgendwas, was passiert ist oder was Einfluss auf eure Zusammenarbeit hatte? Also wir arbeiten tatsächlich schon seit Stunde null virtuell zusammen und das hatte aber eigentlich eher familiäre Gründe. Insofern war das für uns schon immer eine Arbeitsweise, die gut gelaufen ist und wir haben das etabliert jetzt über diese ganzen 10 Jahre, die wir schon virtuell zusammenarbeiten. Und trotzdem hat es jetzt, diese Krise hat uns jetzt trotzdem nochmal einen neuen Einfluss auf uns gebracht. Und zwar im Vergleich zu den Büroteams, nenne ich sie jetzt mal, die waren sehr gestresst gewesen. Also da ging es um Laptops, um wo gibt es ein Firmenhandy, wie kommen wir an Daten ran, wie werden diese Daten überhaupt bearbeitet, kann man sich das privat zuschicken? Da gab es so viele Fragen, die auch an uns herangetreten sind, dass ich dachte, meine Güte, die haben einen doppelten Stress quasi so gefühlt, das, was bei mir angekommen ist. Und bei uns witzigerweise hat sich alles entschleunigt. Es ist alles total ruhig geworden. Und wir waren sehr viel fokussierter und konnten sehr viel produktiver arbeiten. Und wir haben uns dann auch gefragt, woran das jetzt liegen könnte. Und haben erst etwas im Prozess herausgefunden, dass wir eigentlich beide Perspektiven gelebt haben. Unsere Remote-Arbeitsweise, aber auch die Bürowelt. Wir sind genauso mit den Autos hin und her gefahren in irgendwelche Städte, haben da stundenlang auf der Auto und im Stau verbracht für Meetings und sind wieder zurückgerast. Zig Stunden hat das Ganze gedauert und das ist auf einmal alles weggefallen. Und wir haben jetzt das Gefühl, dass sich irgendwie die ganze Welt an unsere Arbeitsweise angepasst hat, weißt du? Das ist das Witzige. Schauen wir uns mal das Thema Führung an. Viele Führungskräfte haben ja Angst, dass die Mitarbeiterproduktivität sinkt, wenn die Mitarbeiter zu Hause sind und man keinen direkten Zugriff mehr auf die Mitarbeiter hat. Manuel, du arbeitest ja schon sehr lange mit virtuellen Teams zusammen. Hast du irgendwelche Tipps für Führungskräfte, wie man am besten virtuell führt? Also Management by Walking Around funktioniert doch nicht mehr ganz so gut. Das stellen gerade auch die meisten Führungskräfte fest. Und Managen durch ständige Kommunikation wird auch schwer. Das Symptom ist dann, dass man eben 7 bis 10 Stunden in Videocalls sitzt, dass man eben super anstrengend ist. Mhm. Der Tipp ist einfach gesagt, in der Praxis dauert es, glaube ich, bis man sich auch persönlich daran gewöhnt, ist nämlich führen nach Ergebnis statt nach Anwesenheit und führen nach Fakten statt nach Meinungen. In der Praxis sieht es bei uns so aus, dass wir eben versuchen, wirklich alles, was wir an Wissen implizit haben, was durch Kultur entstanden ist, durch Erfahrung entstanden ist, versuchen explizit zu machen, indem wir Videos aufnehmen, indem wir mit OKRs, also Objectives and Key Results, arbeiten, indem wir auch Erwartungen nicht mehr implizit machen, sondern sie explizit als Ziele klar messbar definieren. Da helfen uns OKRs und KPIs für andere Bereiche sehr stark. Was wir bei uns etabliert haben, das machen wir übrigens noch nicht lange, das machen wir jetzt seit 1,5 Monaten erst, dass wir wirklich keine Status-Meetings mehr haben. Wir haben die komplett abgeschafft und es hat mir 5 bis 8 Stunden pro Woche zusätzliche Zeit gegeben. Die funktionieren jetzt asynchron über Check-ins. Ich versuche quasi in meinem Team die Fakten von dem persönlichen Bedürfnis nach menschlicher Kommunikation zu trennen, indem wir uns einen Bot gebaut haben. Wir haben Slack im Einsatz und der Bot, der sammelt quasi die Fakten ein.
der Teamlead definiert die Fragen, die dann letztendlich die Antworten bestimmen. Ne? Also viele sind sich nicht dessen bewusst, dass die Qualität der Frage die Qualität der Antwort bestimmt. Und der kann seine Fragen designen und bekommt dann, dieser Bot jagt dann quasi automatisch den Leuten hinterher und sagt, hier, jetzt mach mal dein Check-in, mach mal dein Check-in. Und dann kann jeder sagen, okay, ich möchte gerne noch ein persönliches Meeting, weil mir geht es gerade nicht gut oder ich bin mein Ziel hinterher, etc. Und dann kann man fokussiert über dieses Thema sprechen, statt endlose Meetings zu haben, wo viel geredet wird und am Ende gibt es ein Ergebnis und das ist meistens ein Folgemeeting. So arbeiten wir im Moment asynchron. Wir schicken auch super viele Video-Messages hin und her. Einfach aufnehmen, Bildschirm teilen, Gesicht zeigen, Gestik, Mimik, mehrdimensionale Kommunikation, nicht nur Text. Und damit hat sich es meistens auch erledigt und wir brauchen gar kein Meeting, wenn man so ein Video hinschickt und dann eine Textnachricht zurück. Und manchmal ist die, ah ja, okay, ich habe verstanden, was du meinst, mach das so und so. Fertig. Ganzes Meeting gespart. Und vor allem kann ich mich in diesem asynchronen Kommunizieren immer dann um die Themen anderer kümmern, wenn ich gerade Zeit habe. Und das ist der nächste Punkt, Timeboxen. Konsequent nach Themen. Ich arbeite 60 Minuten für ein Thema fokussiert, da kann mich keiner stören, da ist alles aus. Auch nicht hier zu Hause. 15 Minuten Family Time, 60 Minuten die nächste Timebox. Und jeder hat einen Blick in meinen Kalender und kann genau sehen, wann ich was mache und wann ich eine Kommunikationstimebox habe, falls es mal ein synchrones Meeting geben soll. Und so sind wir komplett dezentral und asynchron. Okay, das ist super spannend. Franka, du hast zwar schon lange ganz verschiedene Führungsaufgaben, bist aber erst seit Beginn dieses Jahres Marketingleiterin bei OnCloud und du baust da gerade ein neues Team auf. Wie schaffst du es, die fehlende persönliche Zusammenarbeit zu kompensieren und aus deinen Mitarbeitern ein richtiges Team zu machen? Ja, doppelte Herausforderung. Das heißt, für mich ist die Position und die Aufgabe neu. Die Teammitglieder sind neu, das heißt, die sind jetzt auch erst seit 1, 2 oder 3 Monaten mit dabei. Und wir wurden gleich von Anfang an mit einer ganz neuen Situation konfrontiert. Das heißt, wir haben uns ungefähr 1,5, 2 Wochen im Büro kennengelernt und mal kurz gesehen und ab dann haben wir nur noch remote zusammengearbeitet. Und was wir gerade machen über diese Asynchronität, die man aufbauen muss und die Kommunikation auch mit der Gesamtfirma, die man aufbauen muss, ist, dass wir uns als Team kennenlernen müssen und anfangen müssen, uns zu vertrauen und zu wissen, wie wir auch zusammenarbeiten können. Das heißt, zusätzlich zu dem, wie wir Aufgaben verteilen und Projekte managen und überlegen, an was wir arbeitet, haben wir ganz dedizierte Zeiten, in denen wir einfach miteinander sprechen. Das heißt, morgens und tatsächlich seit sechs Wochen, in denen wir im Remote Office sind, treffen wir uns morgens um 9 für eine halbe Stunde und trinken einen Kaffee zusammen. Und in dieser Kaffeezeit erzählen wir uns, was wir am Tag davor gemacht haben, was wir gegessen haben und wie unser heutiger Tag so aussieht. Und das beinhaltet dann, was wir also vorhaben, an was wir arbeiten möchten, aber auch die Zeiten, an denen wir nicht ansprechbar sind, weil wir andere Dinge erledigen müssen oder bis wann wir planen, im Laufe des Tages eben erreichbar zu sein. Und darüber hinaus versuchen wir, Anwesenheit und Kommunikationszeiten klar zu kommunizieren. Das heißt, wenn jemand dann am Ende des Tages sagt, ich bin jetzt raus für heute, dann wird das auch offen kommuniziert und aufgeschrieben. Das heißt, ich bin ab sofort nicht mehr erreichbar für den Rest des Tages und dann versuchen die anderen auch, da keine Kommunikation mehr mit stattfinden zu lassen. Es ist eine besondere Herausforderung, weil wir eben informelle Kommunikation auch in unseren Remote-Arbeit-Alltag einbauen müssen, damit wir uns eben besser kennenlernen. Aber auch eine schöne und spannende Herausforderung. Ich bin sehr gespannt darüber, wenn wir uns dann tatsächlich auch mal wieder in echtem Büro sehen. Das glaube ich gleich. Markus Hanauer, ihr verfolgt eine ganz besondere Art der Führungsphilosophie. Ich habe gehört, dass ihr eure Mitarbeiter, die Führungskräfte selber wählen dürfen. Wie haben sich eure gewählten Führungskräfte denn jetzt mit der Remote-Arbeit so zurechtgefunden und wie unterstützt ihr die ganz konkret? Ich glaube gut, aber ich habe keine Messung an der Hand, wo ich jetzt sagen könnte, aus einer Mitarbeiterperspektive, also die Nutzer der Führungsdienstleistungen, wie die es empfinden oder wie die es wahrnehmen. Ich kriege gute Signale von den Leuten, Einzelstimmen und auch von den Führungskräften, aber ich habe jetzt nichts an der Hand, würde mich aber auch interessieren, ob es da aus der Runde was gibt. Wie würdet ihr auf so eine Frage irgendwie mit Daten antworten? Wie unterstützen wir uns denn? Wir haben einfach klassische Austauschformate. Wir haben einmal die Woche ein Meeting, dann machen wir mit verschiedenen Systematiken, was du auch gerade gesagt hast, Manuel, gute Fragen und dann kommen schon gute Antworten und dann darf halt immer nur einer reden und dann hat die Person aber 2 Minuten Zeit und da kommt dann in einer relativ kurzen Zeit sehr Wesentliches nach oben und dann können wir da uns wieder schauen, wie unterstützen wir uns da gegenseitig. Also ich würde sagen, gut,
weil die Beziehungen einfach gut sind. Dadurch, dass die Leute die Führungskraft selber picken, wählen die sich halt eine Person aus, die für sie auch wertvoll ist. Und ich glaube, das funktioniert virtuell auch so gut. Und was wir wirklich merken, gerade so speziell diese 1-zu-1-Beziehungen, wir haben gerade eine Umfrage im Team gemacht, die sind besser gerade als davor. Das war für mich auch super spannend. Also das war auf einer Dreierskala eine 1,8er Zunahme, Verbesserung der 1-zu-1-Beziehungen. Wow. Ja, glaubst du, es macht einen Unterschied, dass sie gewählt sind? Ja, total. Ja. Also ich meine, gibt es echt viele Statistiken dazu, ne, dass Menschen wirklich wegen schlechten Führungskräften Unternehmen verlassen. Und in dem Moment, wo ich selber wähle, das war auch bei uns eine große Diskussion, kann natürlich auch sein, dass eine Person niemand wählt. Was ist denn dann? Und dann weißt du wahrscheinlich, dass die Person nicht unbedingt eine Führungskraft ist, für die die Leute als Führungskraft sehen. Hast du es vielleicht als Geschäftsführer gedacht, aber hast halt falsch gedacht. Ja. Also ja, das funktioniert besser. Und die andere Denke, die wir halt haben, ist so eine Etappendenke, dass wir sagen, naja, es kann auch für die 2 Jahre die eine Person für mich der richtige Partner sein. Und in den anderen 2 Jahren brauche ich vielleicht jemand anderen, um mich weiterzuentwickeln. Das ist so ein Gedanke dahinter. Okay, danke. Ist ja spannend. Frank, ihr arbeitet auch schon seit Jahren regelmäßig remote zusammen. Ich habe gehört, dass bei euch vieles individualisiert ist, was digitales Arbeiten sehr viel leichter macht. Und wir haben gerade schon gehört, dass auf der anderen Seite Sachen wie Führung in der Remote-Zusammenarbeit schwieriger werden und komplizierter. Wie löst du diese Herausforderung selber als Führungskraft und was findest du, dass für eine Remote-Führungskraft wirklich wichtig ist? Ja, man muss vielleicht dazu sagen, ich wurde schon so eingeführt, dass unsere Organisationsform vielleicht nicht ganz typisch ist. Wir haben Wissenschaftler bei uns. Das heißt, ich brauche exzellente Experten, die in ihrem Fach sowieso autonom sind. Und deshalb war die ganze technische Infrastruktur auch gegeben, weil wir die einfach ohnehin immer brauchen. Nichtsdestotrotz arbeiten wir schon sehr oft auch Tür an Tür und kennen uns auch persönlich sehr gut, weil das ist für das, was unser Produkt ist, das ist leider nicht so schön messbar mit irgendwelchen KPIs, weil wir wissen manchmal am Anfang noch nicht so ganz genau, wo das Ende ist, ist dieser soziale Austausch. Also wenn sich jemand mal 1-2 Tage ganz tief in ein Thema eingegraben hat, dann möchte er mit ganz anderen Themen, vielleicht an der Kaffeemaschine, irgendwo diese Ablenkung haben. Und das zweite ist das Thema Innovativität und Kreativität, wo man ja berühmterweise, sonst wird immer die Kaffeemaschine als der Ort der Innovation bezeichnet. Das ist etwas, was tatsächlich auch sehr, sehr wichtig und schwierig ist für uns. Und genau die 3 Themen, also dieser soziale Austausch, dass man den trotzdem noch hinbekommt, die Kreativität, das sind 2 Themen, die ich gemerkt habe, dass das deutlich wichtiger werden. Und es gibt noch so eine Administrativaufgabe, die jetzt mich stärker trifft, also diesen Blick für, wo man vielleicht etwas braucht oder wo man Unterstützung braucht, was jetzt vielleicht der Mitarbeiter in seinem Projekt, in seiner Expertise drin gar nicht so ganz sehen kann, wo alles 3 Dinge sind, die eine Führungskraft ohnehin hat, die aber durch das Thema Remote meiner Meinung nach deutlich stärker geworden ist. Für uns oder für mich kann ich jetzt dafür sprechen, ist es so, dass ich nicht ganz mitgehen kann mit dem, was zu diesem Thema Asynchronität gesagt wurde. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig und wir haben auch Formate, die asynchron sind. Aber von uns haben eigentlich die synchronen Formate mehr an Bedeutung gewonnen. Also der wöchentliche Austausch, wo jeder mal vor allen kurz berichtet, all diese Dinge, die so ähnlich wie wir sie jetzt auch gerade gehört haben. Aber auch der 1-zu-1-Austausch, was halt so weit geht, dass ich mir so am Ende der Woche immer Gedanken mache, mit wem habe ich jetzt tatsächlich sehr wenig Kontakt gehabt in irgendeinem Format. Und dann wird einfach persönlich angerufen. Und dadurch sieht man auch, und ich habe jetzt leider nicht so schöne Zahlen wie der Markus, aber auch so der Eindruck, dass man, obwohl man in sehr engem Kontakt schon immer war, noch ganz andere Seiten von den Kollegen kennengelernt hat. Einfach nur deshalb, weil man jetzt eben ins Büro, Wohnzimmer oder wer weiß hingucken kann. Also entstehen ganz andere Kontakte, Kontaktqualitäten. Teil von dem, warum es aber so gut jetzt auch funktioniert, ist sicherlich auch durchaus im Analogen aufgebaut. Deshalb, ich bin gespannt, wie das bei der Franka dann ausgeht, was du dann in 2-3 Wochen vielleicht erzählst. Danke, Frank, für den tiefen Einblick. Und wir sehen ja auch schon an unseren Hintergründen, man bekommt tatsächlich bei jedem Einzelnen einen etwas privateren Einblick, als das vielleicht auch auf einer Podiumsdiskussion auf der Bühne der Fall wäre. Simon, dein Tweet vor 2 Tagen ging in eine ähnliche Richtung. Nach 2 Wochen Blut, Schweiß und LDS, Lernen durch Schmerzen, ist mein Arbeits-, Schulungs- und Livestream-Platz
jetzt nahe am Optimum, was Flexibilität und Funktionalität angeht. Gib uns Tipps, was einen optimalen, produktiven Arbeitsplatz ausmacht, deiner Meinung nach. Also das fängt an bei verschiedenen Webcams, also sprich sozusagen eine Webcam, mit der man in der Videokonferenz ist, wenn man jetzt Leuten Dinge zeigt. Ich mache zum Beispiel Workshops, wie man podcastet, habe ich eine Detail-Webcam, die ich dann auf ein Mischpult richten kann zum Beispiel, wo ich ein Audio, was von meinem Rechner abspielt, in eine Videokonferenz reinrouten kann, um Leuten zu zeigen, wie sich was Geschnittenes anhört, wo ich dann vielleicht auch sowas machen kann, wie Hintergründe austauschen, ne, dass man halt je nachdem, in welchem Veranstaltungsformat gerade ist oder bei welcher Organisation man gerade ist, eben verschiedene Hintergründe hat, was vielleicht so ein bisschen über die Funktionen der Tools hinausgeht. Ne? Also bei mir ist das jetzt eher so ein Greenscreen, die Gamer kennen das vielleicht, ne? Da ist hier im Hintergrund ein grüner Screen. Wenn ich den runter mache, sitze ich genau wie ihr auch im Office, und wenn ich ihn hoch mache, bin ich eben von neutralem Hintergrund bis hin zu einem Firmenhintergrund eben in dem jeweiligen Kontext drinnen. Genial. Ne, und auch das ganze Thema Beleuchtung ist etwas, ne? Also ich seht ihr nicht, aber vor mir steht so eine Ringleuchte, so wie die YouTuber, Schminkkanäle und so weiter das verwenden, ne? Dass man halt von vorne Licht hat und nicht so, was man in vielen Videokonferenzen gesehen hat, so im Hintergrund ist ein Fenster, das ist total hell und das Gesicht ist dann ganz dunkel, dann sieht man die Leute gar nicht. Und auch so ein Headlight, also von oben quasi nochmal Licht, was einen dann vor dem Hintergrund ein bisschen abhebt. Und das will alles irgendwie montiert, verkabelt, über USB-Hubs an Rechner geführt, mit Treibern versorgt und so weiter werden. Und dann natürlich auch noch funktionieren in den verschiedenen Tools über die Versionen hinweg. Also wir haben bei uns im Intranet eine eigene Tabelle mittlerweile mit den ganzen Videokonferenz-Tools, mit Versionen, mit Hinweisen, welche Version man nicht nehmen darf, wenn man das und das machen will. Das ist so eine kleine Wissenschaft für sich vielleicht. Spannend. Vielen, vielen Dank dir für den Einblick. Frank, ein bisschen anders geartete Frage. Gehen wir einmal mal davon aus, dass manche Mitarbeiter nach Covid-19 jetzt auf den Trichter gekommen sind, Mensch, also voll remote zu arbeiten, das hat mir jetzt irgendwie sehr gut getan. Ich konnte einfach produktiver arbeiten zum Beispiel. Und wie kann man vielleicht jetzt als Führungskraft bereits herausfinden, ob der Mitarbeiter denn tatsächlich auch hinterher nach Covid-19, ist ja jetzt eine etwas besondere Situation, vielleicht sind sogar die Kinder mit zu Hause, also es ist schwierig jetzt vielleicht zu testen. Aber wie kann man denn jetzt schon mal herausfinden, ob Mitarbeiter für die remote Zusammenarbeit geeignet sind? Ja, Sandra, ich glaube, im Prinzip, also wenn, dann müssen wir es eigentlich jetzt feststellen. Also das ist eigentlich wahrscheinlich der beste Zeitpunkt. Ich glaube, das sind, je nachdem, was man in welchem Bereich man unterwegs ist und arbeitet, sind es vielleicht ein bisschen unterschiedliche Fragen, aber es kommt immer darauf zusammen, wie gut kann der Kollege, die Mitarbeiterin mit dem Thema Autonomie umgehen. Ne? Also was macht er da draus? Was kann er da selbst vorantreiben? Gibt es zum Beispiel eigengetriebene Vorschläge? Vernetzt er sich weiter inhaltlich oder versinkt er in seiner Autonomie? Das sind, glaube ich, so Fragen, an denen man sich so ein Bild machen kann. Ich muss aber ganz ehrlich eins sagen, ich habe so ein bisschen ein Problem, oder ich hätte ein Problem, wenn jetzt die Hälfte meiner Leute sagen würde, ich komme jetzt zurück, und die andere Hälfte sagt, nee, wir wollen das nicht. Ja. Zumindest zu 100% macht es, glaube ich, ist es ganz schwierig, und ich würde es nur in äußersten Notfällen eigentlich mitgehen wollen, weil ich glaube, das verändert so ein bisschen den Sinn und den Kern auch von der Organisation, und für manche Arbeitszwecke geht es nicht. Ich habe vorhin schon ein bisschen beschrieben, wie wir zusammenarbeiten müssen, und wenn ich jetzt einzelne Personen komplett sage, ihr seid eigentlich nie mehr sichtbar oder da, das wäre, glaube ich, sehr schwierig. Und man käme, glaube ich, auch auf so ein Fairness-Problem. Jetzt ist gerade, sind natürlich alle nicht da. Aber wenn man so merkt, wer sich vielleicht stärker oder besser zurückzieht als andere, dann ist es meistens so, die sichtbar sind, die kriegen auch mehr Tasks ab. Das ist so manchmal auch gar nicht so ganz fair. Ne? Und also wenn man das über mehrere sieht und sich für mehrere verantwortlich fühlt, bin ich mir nicht sicher, ob wir mit 100% fahren. Ich habe da aber auch gar keine Angst, weil es hat genau eine Woche gedauert, bis die ersten Kollegen gesagt haben, bei mir zu Hause ist nicht so, ich hätte gerne den Kontext Arbeit, darf ich in meinem Büro wiederkommen? Und diese Fragen gibt es ja wirklich. Und ich glaube, einen Punkt würde ich sogar noch anführen.
es ist so, wir sehen das jetzt alles vor einer Sondersituation. Und vor was wir, glaube ich, aber eigentlich stehen, ist eine Flexibilisierung der Arbeitsformen. Dieses Büro, wo man sich zurückziehen kann, ist vielleicht, ist auch nach Covid-19 nicht tot. Auch das Thema Coworking, das Thema Remote. Ich glaube, wir stehen da davor, wie man das neu zusammensteckt. Ich denke, das ist eigentlich die Frage, um die es gehen müsste. Weniger 100% von dem oder 100% von dem anderen. Und das ist, glaube ich, die Führungsverantwortung, die man jetzt vielleicht sogar viel stärker hat, wie wenn man wusste, wo seine Leute, in welcher Legebatterie sie sitzen und von wann bis wann sie da sind. Ganz, ganz spannende Aspekte, Frank. Vielen Dank dafür, vor allem, dass du auch so diesen Part mit eingebracht hast. Könnte sich vielleicht jemand benachteiligt fühlen, weil er dann im Büro sitzt? Stefanie, was meinst du? Wie schafft man es, dass in dieser Mischung aus Homeoffice und dann ein Teil sitzt aber doch im Büro, Bürokultur, dass sich keiner benachteiligt fühlt? Ich finde, es ist ein gutes Beispiel für paradoxe Führung. Also zum einen brauchen wir feste Regelungen, indem wir genau definieren, wann alle da sein müssen und wie die Regelungen gelten, wie wir kommunizieren zum Beispiel. Vorher schon gesagt, man verwendet verschiedene Messenger-Systeme. Manuel hat erwähnt, dass ihr definiert habt, sehr genau definiert habt, wann man eine Sprachnachricht schickt und so weiter. Und zum anderen müssen die Führungskräfte und auch die Teams selber, wenn sie sich selbst Regeln geben, auf jeden Einzelnen eingehen. Das heißt, ich kann einfach jemanden, der jetzt im Moment zum Beispiel allein zu Hause ist und jemand, der zu Hause Homeschooling von Kindern hat, aktuell nicht vergleichen. Und auch wenn Corona irgendwann vorbei ist, wird es immer Unterschiede zwischen Menschen geben. Und die einen arbeiten einfach besser im Büro neben und sitzen da neben den anderen und die anderen arbeiten besser zu Hause. Ich glaube, die Teams müssen einfach sehr gut hinschauen, wo sind die Regeln wichtig für alle und wo macht man Ausnahmen für einzelne Menschen, sodass jeder am Ende gut arbeiten kann. Und wenn man sich da gut abstimmt und gemeinsam Regelungen findet oder eine sehr, sehr offene und klare Führungskraft hat, die auch deutlich macht im Team, warum für den einen so entschieden wird und für den anderen so, gibt es normalerweise, glaube ich, keine Probleme. Sehr, sehr guter Aspekt. Alessia, bei dir ist es ja so, dass du auch mit Talenten sogar aus Spanien zusammenarbeitest, also aus der Ferne. Da ist die Diskussion ja schnell passé, dass man da irgendwie überhaupt drüber nachdenkt, dass die mal eben ins Büro vorbeikommen. Und bei euch ist das letztendlich schon immer eine Form der Zusammenarbeit. Warum habt ihr euch bei Memanto dazu entschieden, so zu arbeiten? Wo siehst du da die Vorteile für euch? Also im Grundsatz ist es so, dass sich die Anforderungen einfach auch an das Produkt geändert haben. Früher, in den ersten Jahren, da brauchten wir Spezialisten. Also wir hatten einen Projektmanager fürs Projekt und einen Grafiker für die Grafik oder andere Spezialisten, die wir einfach da dazu genommen haben. Und jetzt haben sich die Anforderungen auch an das Produkt deutlich geändert. Das ist globaler geworden und ist auch für globalere Märkte gemacht. Das heißt, auch das Team wird im Prinzip globaler. Jetzt ist es natürlich so, wie kann man diese Anforderungen oder wie findet man entsprechende Mitarbeiter? Da gibt es eigentlich mehrere Punkte, die eine Rolle spielen. Das erste ist erstmal diese Kompetenz. Wie gesagt, wir brauchen nicht mehr nur Spezialisten, sondern unsere Mitarbeiter haben eine Bandbreite an Kompetenzen. Dann haben wir auch durchaus das Thema Gehaltsvorstellungen. Gerade wenn ich in Richtung IT schaue, da ist die Bandbreite ja beliebig groß. Aber auch so die Passion für das Produkt. Man muss dahinter stehen können. Also ich nenne das immer so gerne den Bockfaktor, weil ich brauche natürlich jetzt niemanden, der Arbeitwillen arbeitet sozusagen. Und das heißt, wir brauchen auch eine zwischenmenschliche Komponente, die das Ganze, die diese Unternehmenskultur schafft. Ich bin der Meinung, die Unternehmenskultur ist der Kern des Ganzen. Und so haben wir unsere Mitarbeiter durchaus auch in Spanien getroffen. Aber wir haben auch Mitarbeiter im Team, die einfach auch global unterwegs sind. Und ich will auch der Diskussion schon mal vorweggreifen, dass jetzt natürlich deutsche Arbeit jetzt nicht nur in Deutschland bleiben könnte, sollte. Oder da gibt es ja einfach unterschiedliche Meinungen dazu. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die zukünftigen Mitarbeiter, gerade jetzt auch die neueste Generation, die lieben es einfach auch zu reisen. Die sind einfach gerne unterwegs. Allein in unserem Team, Tabea ist eigentlich in Lübeck, aber sie ist auch mal kurz in Irland oder in Frankreich oder in Südkorea oder
Jule sagte mir letztens, ich bin jetzt mal weg, ich bin jetzt in Litauen. Ich habe gesagt, in Litauen? Also verstehst du, es sind nicht nur die spanischen Kollegen, die jetzt aus Venezuela übrigens nach Spanien gekommen sind, sondern das sind sogar unsere deutschen Kollegen, die gerne einfach auch mal weltweit unterwegs sind. Und Remote schafft diese Möglichkeit, beides zu vereinen. Ich merke keinen Unterschied, ich als Führungskraft. Ich bin übrigens auch mal kurz in Paris oder so. Also ich unterscheide mich jetzt quasi auch gar nicht. Also insofern hat es einfach einen positiven Effekt, finde ich. Und ich liebe es, mit global agierende Menschen zusammenzuarbeiten und auch ihre Arbeit zu unterstützen. Insofern, Sandra, finde ich auch den Talent Monkey eine sehr, sehr gute Idee, weil nicht nur der Remote Worker sucht eine Remote Work, sondern es gibt verschiedene Facetten auch von Remote Unternehmen und die müssen gematcht werden. Es braucht einfach auch eine IT, damit das Zusammenspiel oder damit die beiden Komponenten auch wieder zusammentreffen. Insofern bist du mit deiner Idee, glaube ich, genau im Zahn der Zeit. Danke dir. Manuel, wie siehst du das grundsätzlich mit den Vorteilen? Warum macht es Sinn, dass Menschen virtuell dezentral zusammenarbeiten? Ja. Braucht nicht alles viel mehr Zeit und Kontrolle und ist insgesamt der Aufwand nicht viel höher? Ja, das hängt natürlich stark auch von der Kultur ab, ne? Also ich bin genau, ich glaube, bei Frank, der das gesagt hat, es muss nicht komplett remote sein und es muss auch nicht komplett Büro sein. Wir haben es bei uns auch so, wir bieten an und die Mitarbeiter können so arbeiten, wie sie wollen. Ich zum Beispiel bin jetzt auch nicht der größte Fan von Homeoffice, aber ich liebe es einfach, mich auf eine Parkbank zu setzen und zu arbeiten. Ich liebe es einfach, zum Bäcker zu gehen und mir Cappuccino bestellen zu können und dort zu arbeiten. Ich will einfach arbeiten, wo ich will, und wenn ich auf Mallorca oder in Venezuela oder in Barcelona arbeiten will, dann will ich es da machen. Und wenn die Mitarbeiter das Bedürfnis haben, sich zu treffen, die haben dafür ein Budget und dann können sie sich von mir aus in Frankfurt irgendeinen Meetingraum in einem tollen Tower mieten, von oben auf die Skyline schauen und einen Tag dort ein Meeting halten, weil sie das gerade toll finden. Und am nächsten Mal, da fahren sie halt nach München, wenn sie glauben, das macht Sinn und sie wollen es. Also die Freiheit und die Selbstbestimmtheit ist für mich der größte Zugewinn, für mich persönlich und eben auch in unserer Kultur, weil wir halt gerade auch die Mitarbeiter anziehen, die genau das schätzen. Geht da viel verloren, wenn man klassisch es gewohnt ist, im Büro zu arbeiten und viel auf Ad-Hoc-Kommunikation funktioniert und man diese, wie hieß es vorhin, Küchengespräche und Kaffeemaschinengespräche oder vielleicht auch mal die Toilettengespräche braucht, um Innovation zu schaffen. Das ist jetzt nicht provokativ gemeint, sondern manchmal passiert das so. Dann ist ein Büro wahrscheinlich ein gutes Tool, um genau das zu fördern, weil man sieht, das funktioniert. Für mich persönlich habe ich gemerkt, mich macht es wahnsinnig, weil ich bin teilweise ins Büro reingekommen. Wir haben 1000 Quadratmeter gehabt, dann bin ich von A nach B gelaufen und da wurde ich 5-mal abgefangen, bis ich überhaupt an meinem Platz war. Das ist ineffizient, weil diese ständige Unterbrechung mich persönlich wahnsinnig macht. Ich brauche Fokus und Struktur, das ist mein persönliches Bedürfnis. Und damit bekomme ich wirklich zu hoher Performance. Und da das unsere Kultur ist, funktioniert es für unser gesamtes Team sehr gut. Also ich glaube, die Frage kann man nicht pauschal beantworten. Bei uns geht dadurch fast gar nichts verloren, weil wir so gewohnt sind zu arbeiten und weil wir digitale Tools, Struktur, Technologie nutzen, um Kommunikation zu strukturieren und sehr präzise zu sein in dem, was wir ausdrücken und sehr respektvoll der Zeit gegenüber anderen zu sein. Jeder kann sich bei mir ein Meeting buchen. Wenn dabei keine Agenda drin steht, lehne ich es ab. Weil ich dann weiß, die Person macht sich nicht mal die Mühe, sich zu überlegen, was genau möchte ich denn von Manuel. Und wenn die Person das in die Agenda reinschreibt, die Fragen reinschreibt, dann ist oft das Ergebnis, dass das Meeting gar nicht stattfindet. Weil dann beantworte ich einfach die Fragen und sage, hey, hast du Lust, dass wir uns nochmal auf ein Bier treffen, einfach um uns zu unterhalten? Ja, das ist meine Meinung dazu. Ja, das ist echt, das ist spannend. Gerade mit dem Respekt, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, finde ich. Das merke ich auch, das ist etwas, was mich sehr demotiviert, wenn nämlich einfach dieser Respekt mir nicht entgegengebracht wird. Auf der anderen Seite, die Freiheit ist wieder etwas für mich sehr Motivierendes. Was uns im Vorfeld auch erreicht hat an Fragen, es kam immer mal wieder dazu, dass die Frage gestellt wurde, wie ist denn das jetzt eigentlich in dieser Zeit, wie man die Leute motiviert hält, also was das Thema Motivation als solches. Weil ich meine, remote arbeiten ist ja auf der einen Seite ganz nett, aber jetzt ist es keine freiwillige Geschichte, jetzt müssen wir remote arbeiten. Das heißt, die Voraussetzungen sind auch ein bisschen andere. Markus Hanauer,
Wie ist es bei dir mit den 7 Auszeichnungen, im letzten Jahr sogar Platz 1 in eurer Größenklasse bei Great Place to Work? Da müsst ihr eine Firmenkultur haben, also ihr müsst jahrelang Kulturarbeit betrieben haben, die für sich spricht. Wie hast du deine Leute motiviert in dieser Zeit jetzt? Also ich fange ein bisschen philosophisch an. Ich glaube gar nicht, dass man Leute motivieren muss, sondern ich glaube eher, Systeme zerstören Motivation. Und wir versuchen einfach nach und nach unser System zu reduzieren und einfach Menschen sind, glaube ich, toll, finde ich, und die einfach machen zu lassen, ja, und denen einen guten Rahmen zu bieten. Das heißt jetzt auch bei dem Thema Umstellung auf Remote hat verrückt gut geklappt. Viele Leute haben gemerkt, dass die Konzentration deutlich leichter ist, als im Büro zu bekommen. Also unsere Tätigkeiten, und ich glaube, das würde ich gerne nochmal der Diskussion, die wir gerade vorher hatten, nochmal zufügen. Also ich finde das Persönliche, finde ich super relevant, zu sagen, ich habe mehr Freiheit und kann mehr den Platz auswählen, wie oder wo ich arbeite. Und das andere ist aber natürlich auch Geschäftsmodell. Das heißt, wie wirkt sich meine Art zu arbeiten auf den Kunden aus? Wie wirkt sich aufs Team aus? Das ist, glaube ich, noch zwei Aspekte, die wichtig sind neben dem persönlichen Aspekt. Natürlich, wenn ich nicht in Produktivität komme, dann macht es auch nicht für den Kunden und fürs Team irgendwie einen Sinn, so zu arbeiten, zum Beispiel im Büro zu arbeiten. Das ist bei uns spannend. Wir haben gerade ganz viele Meldungen, dass Leute sagen, oh, ich habe plötzlich wieder ganz andere Möglichkeiten, konzentriert zu arbeiten, als ich es vorher hatte. Das finde ich schon spannend. Das heißt, so Motivation war bei uns gar nicht ein Thema. Die Leute haben sich sehr schnell da umgestellt auf die neue Situation, waren ganz wissbegierig, lernbegierig. Das hat super gut funktioniert. Klar, und jetzt kommt natürlich gerade die Sondersituation schon bei vielen Leuten bei uns dazu mit Kindern. Das ist schon mega anspruchsvoll gerade. Das ist aber jetzt eine Sondersituation, die wir haben, wo ja auch klar ist, gesellschaftlich, das funktioniert nicht auf 2 Jahre so. Ja. Also für mich war es auf jeden Fall nicht eine Erfahrung zu sagen, Homeoffice und die Motivation bricht ein. Also ich wüsste nicht, warum. Und ich glaube sowieso, es hat wahnsinnig viel mit Vertrauen zu tun. Und wenn ich sowieso einer anderen Person nicht vertraue, dann sollte ich nicht für die Person arbeiten oder die Person sollte nicht für mich arbeiten. So. Oder wir sollten nicht zusammenarbeiten, wenn wir uns nicht vertrauen. Ne? Ja, hast du vollkommen recht. Vielen Dank dafür, Markus. Gerne. Ich lasse es mit der Motivation jetzt sein, dem Wort. Ich frage mal nach dem Spaß. Wie ist das denn eigentlich mit dem Spaß bei der Arbeit, Sandra? Wie ist das bei euch? Was sind da eure Erfahrungen? Also jetzt einfach mal Spaß bei der Arbeit haben, auch ohne einen wirklichen Real-Life-Kaffee zusammen zu trinken und ohne einsam zu sein? Ja, also wir arbeiten von Anfang an full remote und wir haben eine Menge Spaß zusammen bei uns im Team. So viel sei vorweg gesagt, aber ich kann sagen, einfach in den letzten Tagen habe ich sehr, sehr viele Mitarbeiter aus Office-Kulturen zum Nachdenken gebracht, wo es vielleicht nicht so parademäßig wie bei dem Markus jetzt die Umstellung gelaufen ist, sondern tatsächlich viele sagen, sie sind in so vielen Meetings, wie sie noch nie zuvor waren und dass sie auch ganz, ganz oft zum Hörer greifen, um überhaupt noch so diese zwischenmenschliche Kontakte halt zu haben zwischeneinander. Und wenn das halt so häufig ist, dass man irgendwann nicht mehr zu den eigenen Aufgaben kommt, dann ist das halt echt schwierig und dann hat das mit Produktivität auch nicht mehr viel zu tun. Also bei all der Produktivität, trotzdem dieser Persönlichkeitsfaktor untereinander, den zu stärken, das haben wir uns eigentlich von Anfang an bei Talent Monkey auf die Fahne geschrieben. Also es gibt klare Deadlines und so weiter, KPIs für die Produktivität. Aber es gibt halt verschiedene Kniffe und Tools, damit wir einfach auch Bock haben, zusammenzuarbeiten und diesen Teamzusammenhalt fördern. Und da wäre zum Beispiel ein Punkt, dass wir nutzen Slack zum Beispiel als Chat-Tool und dass wir da einen Channel eingerichtet haben, der nennt sich Socialize. Und da begrüßen wir uns mal schon mal alle am Anfang des Tages und schicken mal ein lustiges Video rein oder mal ein Internet-Meme und so. Und da ist die Stimmung schon mal ganz gut. Alle hören mal so ein ähnliches Lied am Anfang des Tages. Und es ist auch immer wer anders, der für diese Stimmungsmacher sorgt, auch mal zwischendurch. Dass wir private Bilder da reinschicken. Also das ist ein Kanal wirklich nur für die private Kommunikation. Ich sehe immer mal wieder, wer kocht was bei mir im Team und so, super gut. Für größere Unternehmen würde ich auch echt sagen, warum verabredet man sich nicht mal zum gemeinsamen Mittagessen? Weil man ist es ja eigentlich aus der Office-Kultur von vorher gewohnt. Warum ist es jetzt nicht möglich zu sagen, okay, komm, um 13 Uhr, wir machen das mal zusammen. Es muss ja auch nicht mit der großen Runde, mit dem ganzen Team sein, vielleicht aber auch mal einmal pro Woche oder alle 2 Wochen mit dem ganzen Team. Könnte eine Anregung sein. Und was wir mal gemacht haben, das war richtig cool, da haben wir zusammen
einen Netflix-Abend organisiert, haben vorher gesammelt, wer findet welchen Film eben spannend. Klar, jetzt ab 50 Mitarbeitern in einem Team oder so wird das schwierig, aber auch in den einzelnen Teams, glaube ich, ist das durchaus möglich, so von zwischen 5 und 15 Mitarbeitern. Man kommt da schon auf einen Nenner irgendwie. Und es war einfach eine coole Erfahrung, gleichzeitig den Film zu gucken und dann in unserem Chat eben unter Socialize mal so ein bisschen zu kommentieren. Wurde nur rumgeblödelt, aber man sorgt eben so für die ja, persönliche, für den Teamzusammenhalt. Naja, das ist spannend. Vielen Dank dafür. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Produktivität. Spaß, aber auf der anderen Seite endlose Meetings, also viele, viele, viele Videomeetings, die wir jetzt haben. Und das ist etwas, ja, da würde ich gerne mal Frank, würde ich dich gerne mal fragen, weil ihr beschäftigt euch ja mit der Psychologie des Einzelnen. Und ihr habt unter anderem eine aktuelle Studie laufen, momentan, wo ihr die möglichen Auswirkungen untersucht auf die Arbeitseffizienz und auch das persönliche Befinden der Mitarbeiter im Homeoffice. Gibt es da schon irgendwelche Ideen, die du mit uns teilen kannst? Ja, leider. Also die Studie ist noch nicht fertig, weil wir sie bewusst oder spontan auch im Corona-Kontext aufgesetzt haben. Aber ich kann so ein bisschen was drumherum erzählen, weil man kann aus diesem, was dahinter steckt, schon, glaube ich, relativ viel sehen und lernen. Wir wissen schon seit ewigen Zeiten zum Beispiel, dass das Arbeit was mit Stress zu tun hat. Das hat es auch ganz gut ja in unsere Sprache geschafft. Heute war ein stressiger Tag und so weiter. Das kennt jeder und meistens verbindet man solche Sätze mit Arbeit. Es gibt aber schon seit den 70ern, also letztes Jahrhundert, einen Strang an Forschung, der sagt, naja, Arbeit kann aber auch Ressourcen stellen. Also das heißt, dass ich selber, dass die Arbeit mich eigentlich aufbaut, dass ich schöner, besser, dass es mir Spaß macht und lebenswerter macht. Und eine ganz wichtige Ressource in dem Kontext und die auch, die man auch bei Homeoffice oder bei Remote-Arbeit, glaube ich, genau kennen sollte, ist das Thema Autonomie. Ja, und Autonomie bedeutet nicht, ich mache, was ich möchte, sondern Autonomie heißt in dem Fall, dass die Arbeit es mir ermöglicht, dass ich sie selber strukturiere und dass ich, und das ist ganz wichtig, auch immer ein Feedback bekomme, ob es denn funktioniert hat oder nicht, also nicht so ewig vor mich hin. Ein gutes Beispiel bei sowas ist das klassische Programmieren. Das ist so eine Arbeitsaufgabe. Ja, ich mache mir Gedanken, wie löse ich ein Problem? Ich schreibe ein paar Zeilen Code und dann mit Drücken auf Enter sehe ich, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und selbst wenn es funktioniert, also der Programmierer zum Beispiel kennt, der weiß, die fangen dann an, das Ding noch schöner zu machen, noch besser zu machen, was man sonst noch tun könnte. Und das ist jetzt nur ein ganz einfaches Beispiel, aber es funktioniert mit sehr vielen Arbeitsaufgaben. Und das ist was Motivation bringt per Arbeitsaufgabe. Und da muss ich aber wissen, welche Arbeitsaufgabe habe ich. Und wir haben jetzt sehr viel über Wissensarbeit diskutiert. Es geht aber mit anderen Arbeitsformen natürlich auch. Das Spannende dran ist es, und das ist das, was wir, glaube ich, bedenken oder überlegen sollten, ist, dass diese Ressourcen, also zum Beispiel Autonomie, die sind einerseits akteursbezogen. Das heißt, wie gut ist jemand? Du hast mich vorhin gefragt, oder ich glaube, Doro war es, ja, wie würdest du einschätzen, ob jemand jetzt in die 100% Remote-Arbeit gehen darf. Ne? Da spielt es zum Beispiel eine Rolle, wie stark jemand aktivierbar ist. Das klingt jetzt positiv, aber das heißt einfach nur, jemand lässt sich gerne ablenken, ja? Durch Dinge, die einfach in dem Kontext zu Hause vielleicht öfter passieren. Und andererseits ist es aber auch situations- und umfeldabhängig. Und das ist genau das, was wir, glaube ich, steuern müssen oder steuern können. Und da würde ich dem Markus ein bisschen widersprechen, das mit dem Systeme zerstören Motivation, was du vorhin gesagt hast. Das ist nur dann so, wenn ich das System als etwas Externes verstehe. Wenn ich das System gestalte als etwas, das mir hilft, dann schafft es, glaube ich, auch Motivation. Und dazu gehört die Führungskraft, es gehören die technischen Tools, es gehört auch eine Regelung dazu, wie gehe ich denn mit den Kindern um, die man derzeit in diesen ganzen Telefonkonferenzen auch mal immer mitarbeiten sieht. Aber da ist immer so ein bisschen die Frage, ob es der, bei dem es gerade passiert, ob der das als Stress oder als Ressource empfindet. Einen letzten Punkt, den ich da noch anbringen möchte, weil das ist tatsächlich was man auch schon lange weiß, ist, je nachdem, ob in einer Situation oder in einem Umfeld die Arbeitsaufgabe als Ressource oder als Stress verstanden wird, schlägt sich das auf die krankheitsbedingten Abwesenheiten und auch auf die Dauer von diesen Abwesenheiten nieder. Also wir reden hier nicht nur um
ist es nett, remote zu arbeiten oder nicht, sondern da geht es tatsächlich um das, wie geht's Menschen aus Menschensicht und aus Arbeitgebersicht vielleicht auch aus dem Thema, ist das Ganze produktiv, was wir hier veranstalten. Und das hängt sehr, sehr stark eben mit diesen Ressourcen zusammen, aber auch mit der Arbeitsaufgabe. Und die müssen wir, glaube ich, immer ganz genau angucken. Und deshalb haben wir so unterschiedliche Lösungen zu den eigentlich gleichen Problemen, in denen wir derzeit alle stecken. Ja, vielen Dank, Frank, für diese Einschätzung. Eine Lösung könnte natürlich sein, einige Tools einzusetzen, um hier und da vielleicht, wie ich eben auch meinte, auch so ein bisschen den Spaßfaktor zum Beispiel mit einzubringen, die persönliche Ebene. Vielleicht kriegt man dann auch heraus, wie geht's meinem Mitarbeiter? Und da sprechen wir natürlich von einer ganzen Menge neuer Tools, die da plötzlich auf Unternehmen treffen. Ja, das stelle ich mir erstmal sehr herausfordernd vor. Markus Ruf, welche Erfahrung hast du mit der Flut an Tools und Systemen gemacht, die gerade so auf uns hereinbrechen? Und wie geht es deinen Mitarbeitern dabei? Nehmen die das soweit alles so an? Also bei uns ist es erstmal so, wir haben versucht, die Werkzeuge, mit denen wir Wertschöpfung machen, ne, die haben sich für die Mitarbeiter im Homeoffice nicht geändert. Die arbeiten halt jetzt remote SAP. Ja, bei diesen ganzen Tools, ich sag mal für Collaboration, versuchen wir den Range an Tools sehr eng zu halten. Zum einen, ne, sind wir ein Konzern, der für Sicherheit steht und Sicherheit verkauft. Ja, da spielt es immer eine große Rolle. Und wir müssen immer am Ende des Tages 22.000 Menschen mit diesem Tool ausstatten. Ja, und wir haben uns da wirklich jetzt auf minimale Auswahl an Tools fokussiert. Das ist einmal halt Skype für das ganze Thema synchrone Kommunikation. Wir verwenden TeamWire für asynchrone Kommunikation und für Zusammenarbeit in Projekten Jira. Ja, und ich bin da immer ganz fasziniert, ne, wenn man so diese ganzen Foren verfolgt. Jeden Tag kommt ein neues Tool, ob es aus der Gamer-Szene kommt oder woanders her. Ja, die letzten Tage alleine die Diskussion, welche Whiteboard-Tools das es gibt, wo man mitteilen kann. Ich glaube, viel wichtiger als die ganze Toolfrage ist, dass für die Leute, die jetzt zwangsweise im Homeoffice sind oder Remote Work machen müssen, sich da in dem Umfeld ganz wenig ändert. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der dann auch zum Spaß beiträgt, beziehungsweise die Frustrationsgrenze halt ziemlich weit nach unten schraubt. Hm. Also ich bin eher ein Verfechter, der sagt, weniger ist mehr. Und ich will auch nicht, unsere Leute, ne, wir können halt auch nicht mit alle drei Wochen mit einem neuen Tool ums Eck kommen und sagen, testet mal. Da kann ich aber zu 100% zustimmen. Wir sind im Vergleich dazu das krasse Gegenteil, ein 4-Mann-Team und absolute Zustimmung, dass weniger mehr ist. Also wir nutzen auch lediglich 3 verschiedene Tools. Mhm. Also ganz, ganz bei dir. Simon, du bist ein echter Vorzeigeunternehmer in Sachen virtuelles Lernen und Arbeiten. Wie nimmst du diese Zeit gerade so wahr? Nutzen die Menschen diese Zeit verstärkt, abgesehen von Tools, auch um Neues zu lernen? Also Neues lernen vielleicht im Sinne von Remote-Zusammenarbeiten, ja. Ich habe das Gefühl, bei ganz vielen Leuten, die haben jetzt auch Sorgen, Angst, Nöte, sei es in Richtung Jobverlust, in Richtung Kurzarbeit, in Richtung Kinder sind zu Hause, wie organisiert man sich da? Also ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt der große Push in Richtung Bildungsgesellschaft oder Wissensgesellschaft ist. Das glaube ich nicht. Auch wenn man mal schaut, klar wird viel YouTube genutzt. Auch das wird aber auch nicht unbedingt genutzt, um jetzt Kurse oder MOOCs zu machen, sondern einfach auch, um im Hintergrund Musik laufen zu haben. In einigen Firmen hat es doch Firewalls und VPN-Zugänge sehr stark belastet. Also ich glaube, dass das uns jetzt nicht in Richtung des Lernens, wie wir es im 21. Jahrhundert eigentlich brauchen würden, transportiert. Ich würde zu den Tools, über die ich vorher gesprochen habe, vielleicht noch einen Satz sagen, weil ich auch tatsächlich nicht glaube, dass wir jetzt eine Riesenmenge von Tools brauchen, eine Vielfalt von Tools. Wir haben schon über Videokonferenzen gesprochen, wir haben das Thema Chat für den Austausch, Dateiablage, also Dropbox, OneDrive, solche Dinge. Ich glaube, was noch ein Thema ist, so dieses, den Besprechungsraum oder den Workshopraum zu virtualisieren, da hat man das ganze Themenfeld von Whiteboards oder Flipcharts, die man sozusagen ins Netz bringen muss, wo man dann auch feststellt, auf so ein Whiteboard lässt sich mit einer Maus schlecht malen, das wird krickelig, also da weicht man dann mehr auf Post-its aus, wenn man es nicht schon eh gemacht hat, oder rüstet eben auf im Sinne von Grafiktablets oder iPad Pros. Und dann ist man da aber schon ganz gut bedient mit so einer guten Handvoll Tools. Also da brauchen wir jetzt nicht eine riesen Phalanx neuer Werkzeuge, meiner Meinung nach. Vielen Dank, Simon.
Schauen wir uns jetzt nochmal an, was eigentlich unsere Kunden machen, weil wir sollten uns ja vielleicht nicht nur mit uns selbst beschäftigen, wir haben ja auch durchaus mit anderen Unternehmen einiges zu tun. Doro, kannst du mir ein paar gute Beispiele nennen, wie unsere Kunden gut mit dieser Situation gerade umgehen? Oh ja, da gibt es einige meiner Kunden oder auch viele Unternehmen, die sehr positiv teilweise reagieren oder wo man aber auch merkt, welche Kultur steckt da dahinter. Also eine Firma beispielsweise, die Software-Dienstleister ist, die haben sofort innerhalb der ersten Tage von Mitarbeiterseite aus eine Kampagne gemacht auf Twitter, wo die alle ihre Homeoffice-Plätze gezeigt haben. Und es hat also einen großen Aufruhr gemacht. Jeder wusste auf einmal privat, was ist denn da los? Und man kam noch näher zusammen. Es gab auch andere Beispiele, einer Marketingagentur aus Erlangen, die haben einfach jeder durfte an einem anderen Tag pro Woche mal etwas beisteuern, eine Viertelstunde Yoga am Morgen zum Beispiel oder sowas, wo dann alle mitgemacht haben. Das fand ich eigentlich ganz spannend und da war auch der Fantasie, waren überhaupt keine Grenzen gesetzt. Gut fand ich auch, wie teilweise die Unternehmen, was das Vertrauen anging, reagiert haben. Also ich weiß von einer Angst eines großen Spieleverlages, wo die Mitarbeiter gleich am Anfang gesagt haben, oje mine, wir haben nie remote zusammengearbeitet, wie soll das jetzt funktionieren? Wir haben überhaupt keine mobilen Geräte, aber wir haben trotzdem Angst, ins Büro zu kommen, wo der Geschäftsführer sofort reagiert hat und innerhalb von einem Tag wurden alle PCs einfach abgebaut und mit nach Hause genommen. Also einfach mal pragmatisch. Ne? Das ist nicht die Lösung am Ende des Tages, aber pragmatisch fühlten sich alle irgendwie sicher. Wo ich sagen muss, fand ich schön. Und dann haben wir wahrscheinlich alle mitbekommen, diese Aktion mit dem Wir versus Virus-Hackathon am Anfang. War ja gleich am ersten Wochenende, wurde dieser Hackathon mit über 40.000 Leuten aufgestellt. Und da fand ich auch ganz toll, wie die Unternehmen reagiert haben und ihre Mitarbeiter da unterstützt haben, dass die auch danach an diesen Projekten weiterarbeiten dürfen, wofür sie sich eingesetzt haben. Und da gab es wirklich ganz, ganz viele tolle Beispiele. Danke, Doro. Markus Hanau, wir haben ja von dir gerade schon mitbekommen, dass ihr euch viel um Mitarbeiterzufriedenheit kümmert. Ich habe auch gehört, dass Kundenzufriedenheit einer eurer wichtigsten Werte ist. Wie stellt ihr eure Kunden jetzt remote zufrieden? Macht das einen riesen Unterschied? Also genau, wir führen die Firma nach oberster Indikator Kundenzufriedenheit, zweiter Indikator Mitarbeiterzufriedenheit und dritter Indikator die Umsatzrendite. Und wir haben jetzt noch nicht so viel Daten dazu, dass ich dir jetzt sagen könnte, das klappt auch 1:1 gut. Wir messen den obersten Indikator Kundenzufriedenheit über Review-Gespräche. Das heißt, einer von uns Geschäftsführern telefoniert dann mit den Kunden oder macht Online-Meetings mit den Kunden. So eine Viertelstunde strukturierter Fragebogen. Und von den Gesprächen machen wir so 70 Stück pro Jahr. Und ich habe jetzt gerade in diesen Tagen die ersten Gespräche mit Kunden geführt. Und das ist cool zu hören, dass die echt happy sind. Aber ich habe da jetzt noch nicht irgendwie 20 Stimmen, wo ich dir sagen könnte, unsere Kunden sind happy. Also was die natürlich schätzen, ist Agilität. Also wenn die merken, da war ein Adboard mit Ärzten geplant und wir stellen das von Präsenz auf Remote um innerhalb einer Woche, dann lieben die das halt, wenn die dann es ist nicht schiefgegangen irgendwie von der Technik, was sie halt sonst teilweise bei internen Meetings irgendwie erleben. Da kriegt man gerade Pluspunkte für einfach ein bisschen schlau sich anstrengen, glaube ich. Und der andere Kern ist schon da auch wieder gutes Tooling, glaube ich. Also dann Tools einführen, die vielleicht teilweise nicht unbedingt normalerweise einsetzen würden und dann merken, oh, damit wird es aber nochmal besser. Und das dritte ist, glaube ich, echt Neudenken an den Stellen. Wir arbeiten super viel mit Kunden kollaborativ zusammen und da merke ich einfach, wenn man nochmal die Sachen neu, frischer denkt und nicht einfach nur ein Tool drunter legt, das bringt auch super viel dann fürs Kundenerlebnis. Und das mal als bisherige Stimme dazu. Okay, das heißt, du glaubst, dass die Zusammenarbeit sogar noch effizienter geworden ist mit den Kunden? An ein paar Stellen schon. Wir machen auch so große Sprints mit 20, 25 Kunden international, normalerweise eine Woche irgendwo an einer Stelle dann. Das haben wir noch nicht gemacht jetzt virtuell. Okay. Glaube ich, geht auch, aber sicher dann tricky. Okay. Franka, du bist ja nicht nur bei OwnCloud, sondern du leitest auch noch den Nürnberger Coworking Space. Und in dem Coworking Space arbeiten ja viele Leute, die remote arbeiten und die einfach nicht im Homeoffice sein wollen, sondern die gerne vor Ort sind. Ich war gestern mit da, der Coworking Space ist im Moment ziemlich leer. Wie geht er denn damit um und wie sieht in deiner Meinung nach die Zukunft von Büros und Coworking Spaces ganz allgemein nach der Corona-Krise aus? Ja, das ist eine sehr spannende Frage und wir beobachten auch gerade alles, was passiert, sehr aufmerksam.
Der Coworking Space war die letzten 1,5 Monate nicht nur besonders leer, sondern auch geschlossen. Das heißt, das erste Mal in unseren fast mittlerweile 10 Jahren Bestehen haben wir den Space abgeschlossen und gesagt, uns ist unsere Sicherheit des Teams und auch die Sicherheit und Gesundheit unserer Coworker ganz besonders wichtig und haben gesagt, deswegen machen wir die Tür mal zu. Jetzt seit dieser Woche Montag machen wir in einem ganz besonderen Vorsichtig-Modus wieder auf. Das heißt, wir haben ganz besonders viele Handdesinfektionsmittelspender aufgestellt. Wir haben Plakate aufgehängt, auf denen die Leute Abstand halten sollen. Wir haben jeden zweiten Schreibtisch gesperrt. Und trotzdem sind die Coworker und unsere Mitglieder sehr, sehr vorsichtig, was es heißt, wieder zurück zu einem Coworking-Space zu kommen und zu so einem Ort zu kommen, wo viele Menschen sind. Wir beschäftigen uns ganz viel damit, was das für die Coworking-Szene der Zukunft bedeutet. Und das betrifft ja nicht nur Coworking-Spaces, wo Freelancer hinkommen oder Leute, die normalerweise im Homeoffice arbeiten würden, sondern auch Büros von Unternehmen. Was heißt das für die Zukunft, wenn wir zusammenarbeiten wollen, dass wir eben jetzt gelernt haben, dass man ganz viel über eine Videokonferenz lösen kann und dass dass sogar das Whiteboard digitalisiert werden kann, um zusammenzuarbeiten. Und ich sehe da aber eine Chance. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt alle zu 100% Remote-Arbeit switchen werden und uns umstellen werden, sondern ich glaube, dass physikalische Zusammenkünfte, ja, Tage, an denen man sich sieht und zusammen einen Workshop macht oder ein Meeting hält oder auch einfach mal feinere Noten in der Mimik und der Gestik sehen kann, als wenn man in einem Videocall miteinander ist, dass das nach wie vor bleiben wird und dass das ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Innovations- und Kreativitätskultur ist, auch wie wir zusammenarbeiten wollen. Was sich ändern wird, ist, dass was sich ändern können wird, ist, dass es klassische Firmenzentralen gibt oder so. Das heißt, Menschen pendeln über viele Kilometer zum Beispiel oder aber auch, dass ganz viele Menschen an einem Ort zusammenarbeiten werden. Und ich denke, dass sich das mehr verlagert in Richtung kleine Teams, die in so kleinen Suiten zum Beispiel zusammenarbeiten können in einzelnen Städten und sich spontan entscheiden können, möchte ich denn heute zusammenarbeiten oder möchte ich beim Homeoffice bleiben. Und was wir darüber hinaus auch bemerken, also je nachdem, welche Größe und in welchen Mengen man sich trifft, ist, dass wir ein neues Aufmerksamkeitsmomentum haben in der Art und Weise, wie wir Büros der Zukunft gestalten wollen. Das heißt, 2011 haben wir die Cubicles eingerissen und sind von den Zweierbüros in die Großraumbüros gezogen und 2013, 14 haben wir dann Canvases und agile Projektmanagementmethoden eingeführt und 2016 haben dann auch die ganzen großen Unternehmen gelernt, dass es total cool ist, mal in so einen Coworking-Space zu gehen und mal auszuprobieren, wie das denn so ist, wie so ein digitaler Nomade zu arbeiten. Und das heißt, jetzt 2020 werden wir uns damit beschäftigen, wie wir Büros gestalten können, die sicher sind. Also die nicht nur innovativ und kreativ sind und neue Ideen befördern und Zusammentreffen befördern, sondern die auch Vertrauen und Sicherheit schaffen. Wie wir eine Arbeitsumgebung schaffen können, in der sich Menschen wohlfühlen und eine Art Safe Space finden. Und das ist etwas, was wir jetzt Stück für Stück implementieren werden. Das heißt, der Handdesinfektionsmittelspender ist nicht nur ein Phänomen der Corona-Krise, der jetzt kurzfristig vor der Tür steht, sondern das ist etwas, was wir langfristig implementieren werden. Und wir werden uns überlegen, wie können wir die Gesundheit unserer Mitglieder und unserer Coworker und unserer Gäste fördern und schützen. Ja. Und ich denke, dass das auch etwas ist, womit sich Unternehmen beschäftigen werden zukünftig stärker. Ah ja, vielen Dank, Franka, dafür. Das ist spannend, ja, spannendes Thema. Die letzte Frage, die wir grundsätzlich jetzt an alle richten möchten. Wir haben nämlich noch gar nicht drüber gesprochen, was eigentlich mit den Dingen ist, die nicht so toll laufen. Also bisher haben wir viel gehört von Dingen, die toll sind und die sich ein bisschen verändert haben oder die schwierig sind schon. Aber das Scheitern selbst kam mir noch ein bisschen zu kurz. Und Markus, von dir kenne ich das Zitat: Ich habe kein Problem damit, mich hinzustellen und zu sagen, Leute, das habe ich einfach falsch gemacht. Ich würde jetzt gerne einfach mal Hand aufs Herz von euch allen kurz hören, was ging denn so richtig schief in dieser Remote-Arbeit? Also eine Sache, die ich getestet habe, die richtig schief ging, war eine morgendliche Sprechstunde. Also das, was du vorhin gesagt hast, Manuel, ich habe gesagt, so dieses meine Morgenrunde, die mache ich jetzt nicht mehr in Präsenz, sondern ich mache die halt virtuell und habe jeden Morgen um 9 bis 9.15 Uhr Termine in meinem Kalender und jeder kann da kommen, der irgendwie mir eine Frage stellen will oder Bock hat zu quatschen. Und da kam keiner in 8 Tagen. Das hat mich sehr traurig gemacht. Nein, das hat mich nicht traurig gemacht. Ich habe dann nochmal eine Umfrage gemacht im Team und da haben die halt gesagt, so, brauchst halt gerade nicht. Ich weiß ja, dass ich dich irgendwie kontaktieren kann, weil du musst halt nicht um 9 Uhr da irgendwie am Rechner sitzen. Fand ich auch für meinen Morgen entspannter, dass ich das nicht mehr machen muss. Und was wir aus unserer Umfrage gerade sonst wissen, ist, dass das Thema Informations-
Versorgung nicht so gut ist, wie wir es normalerweise hinkriegen. Also da sind wir auch gerade am Experimentieren mit Videos. Ich mache so zweimal die Woche so ein kleines 3-Minuten-Update-Video. Das scheint ganz gut zu funktionieren, aber das hat bisher noch nicht so gut geklappt. Das ist unsere Baustelle gerade noch. Okay, klingt mir noch ein bisschen harmlos. Hat jemand was noch Scheiternderes zu bieten? Also scheiternd ist es jetzt nicht, aber ich habe eine witzige Geschichte. Irgendwie habe ich das ganze Thema Arbeitszeit nie so richtig klar kommuniziert, wie wir das Ganze auch mit der Stundenkontierung machen. Und wir hatten eine Kollegin, die ist zu einer Konferenz gefahren werden. Sie hatte dort die Betreuung übernommen, war im Infocounter. Das ist eine Offline-Arbeit. Also sie saß da und hat halt Fragen beantwortet. Und in den Freiräumen, das heißt, wenn alle Konferenzteilnehmer in ihren Räumen waren, hatte sie halt remote weitergearbeitet. Und dann hat sie tatsächlich da die Stunden doppelt kontiert, weil sie ja online und offline gearbeitet hat. Also statt 8 waren es dann 16 Stunden. Kreativ, oh ja, okay. Doro, uns ist fast das Gleiche passiert wie dem Markus Hanauer. Wir haben auch eine Sprechstunde, ich glaube seit 3 Wochen. Für Kunden, die irgendeine Frage haben im Zusammenhang mit Zusammenarbeit in Corona oder Remote-Arbeit. Und ich glaube, es hat noch nie jemand dort angerufen, obwohl wir es wirklich beworben haben. Das ist auch meine Erfahrung. Ja, hattest du das auch? Na, ich habe ein lustiges Experiment gemacht am Anfang. Ich habe, als Corona kam, habe ich gedacht, jetzt haben ganz viele Panik und die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Ich helfe denen jetzt. War eine Vermutung, ne? Und ich habe sogar ich hatte LinkedIn-Ads geschaltet für 1.000 Euro und hatte eine Ad gebaut. Da stand drauf, ich helfe dir jetzt kostenlos. Und ich hatte einen Link beworben zu einem Hangout. Und für die 1.000 Euro haben da über 300 Leute draufgeklickt. Und als sie dann den Link, das Hangout gesehen haben, ich habe mit keinem eingesprochen. Jetzt kann es natürlich sein, dass da mein Bild lag oder dass die Leute sagen, nee, das kann ja, also irgendwas, da ist jetzt irgendwas komisch, da, wenn da jetzt wirklich einer dran ist und das kostet nichts, das mache ich nicht. Das kann natürlich auch sein. Das war meine Erfahrung damit. Fand ich irgendwie echt amüsant. Sehr schön. Ja, aber ich habe noch eine andere Sache, die wirklich das ist jetzt kein Scheitern, aber ein großer Fehler war. Ich weiß nicht, an was es lag. Wir haben unser gesamtes Unternehmen ja nicht nur in eine virtuelle Organisation umgebaut. Das kam erst dann so nachträglich, sondern wir haben das gesamte Unternehmen auf radikaler Transparenz aufgebaut und offene Gehälter, selbstbestimmte Gehälter. Die Mitarbeiter haben keine festen Arbeitszeiten mehr, die haben keine festen Urlaubszeiten mehr. Das hört sich komplett nach Chaos an. Aber es ist mir eigentlich auch völlig egal, wo die arbeiten, wie viel, wann und was sie machen. Mir ist nur das Ergebnis wichtig. Indem die Organisation konsequent auf Ergebnisführen ausgelegt ist, sind alle anderen Sachen nicht mehr relevant. Und was dabei passiert ist, ich hatte ja vorher 43 Mitarbeiter, jetzt sind es also feste, jetzt sind es noch 9. Und das zeigt halt, so ein kultureller Wandel sorgt auch dafür, dass die Leute dann nicht mehr bleiben, weil sie sich halt früher einfach dafür entschieden haben, für ein ganz anderes Unternehmen, wo lokale Präsenzkultur, da war ein Chef, der sagt ihnen, was sie machen sollen. Es gab keine Freelancer. Als dann die ersten Freelancer kamen, dann war das immer so, ah, wir sind der starke Kern und das sind die Externen und die machen da jetzt irgendwas und wenn die nicht kuschen, dann wechseln wir sie aus. Und als ich dann irgendwann gesagt habe, nein, das gibt es nicht mehr, es gibt nur noch uns und ihr seid genauso wie die Freelancer sind genauso wie wir, es gibt nur noch wir, dann haben sich viele Leute irgendwie so ein bisschen vom Thron gehoben gefühlt. Und als wir dann gesagt haben, wir machen das jetzt alles remote und ihr könnt auch zu Hause arbeiten, dann haben viele gesagt, Mensch, das ist cool, das mache ich. Andere waren im Büro und haben gesagt, ey, 1000 Quadratmeter, keiner ist da, das ist ein sinkendes Schiff. Und das war bestimmt auch nicht gut gemanagt von mir, weil ich einfach kein Blueprint hatte von jemand, der schon mal komplett alles transparent gemacht hat, virtuell und Freelancer. Deshalb ist die Bilanz 43 damals, 9 heute. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben 150 andere gefunden auf der ganzen Welt, die sagen, boah, klasse, ich kann endlich machen, was ich will und wo ich will und keiner geht mir auf den Wecker, du musst jetzt im Büro sein und stehe die ganze Zeit in meinem Nacken und schnauft mir rein, um zu gucken, was ich mache. Ne, gehört immer, ist immer eine Waage. Da passiert mal irgendwas, was sehr doof ist, was man als doof bewertet, ist aber immer die Basis, dass was anderes entsteht, was dann deutlich besser ist. Was Scheitern berichten. Ja, es ist eins, wir haben vorhin viel auch über Tools und solche Sachen gesprochen, die Scheiternsgeschichte und Remote ist zwar jetzt schon ein bisschen älter, aber wir haben im Prinzip vor 1,5 Jahren auf sehr deutlichen Mitarbeiterwunsch hin ein Social Collaboration Tool eingeführt. Und im Prinzip hat es 3 Tage gedauert, bis man schon sehen konnte, dass das nicht funktioniert. Und es hatte genau die gleichen Funktionalitäten, wie es ein Teams jetzt auch hatte, bis auf die, dass man sich sehen kann, Funktion.
Und das war definitiv auch von dem Aufwand her ein Scheitern. Vielleicht war es aber auch eine Vorübung, dass Teams jetzt ganz gut funktioniert. Aber das ist etwas, wo ich zumindest auch für mich jetzt daraus gelernt hätte, bei diesen vielen Tools, die jetzt auch in der Diskussion sind, dass sie irgendwie anschluss- und andockfähig sein, was man bei dieser Vielfalt, die jetzt da gerade diskutiert wird, manchmal so ein bisschen abgeht, gerade wenn man es für mehr Menschen irgendwie haben muss. Also das war so etwas, das konnte alles, aber ja, das wurde dann sofort von sich selber entzaubert und so ähnlich ist es jetzt vielleicht auch mit vielen anderen Begriffen, die jetzt entzaubert werden, weil man sie jetzt plötzlich benutzt. Ich weiß nicht, ob man das dann immer auch alles managen und steuern und führen kann, ja. Ja, da hast du recht. Vor allem ist dann auch wichtig, die Entscheidung schnell zu treffen, wenn man merkt, es läuft einfach nicht glatt und dann einfach sich in eine andere Richtung zu orientieren. Markus, beim TÜV Rheinland geht sowieso nichts schief und da scheitert auch nichts, oder? Also natürlich scheitern wir auch, ja. Ne? Aber natürlich ist das nicht in unserer Unternehmens-DNA, ne? Weil wir verkaufen halt Sicherheit. Ich sage immer, wenn ein Aufzugsprüfer einen Fehler macht und der Aufzug stürzt halt ab, sind Menschen tot. Ne? Ja? Also daher ist das bei uns schwierig. Ne? Ich glaube, was für uns auch so, was auch der Markus Hanau und alle gesagt haben, das Problem war, unsere Führungskräfte haben am Anfang halt täglich Calls gemacht. Ja? Früh um 8, ne? So ein Daily Stand-up und dann waren die Leute irgendwann auch ein bisschen gelangweilt. Und was auch ein Thema war, wir haben natürlich ganz viel im Bereich Corona-Maßnahmen kommunizieren müssen. Ne? Weil wir haben ja Menschen, die sind als Inspektoren unterwegs. Also sprich, wir haben die Menschen mit Informationen überfordert. Und das auf verschiedenen Kanälen. Ne? Also wir haben relativ schnell nach den ersten 1,5 Wochen in der Corona-Phase gelernt, ja, ganz wenige, ganz konzentrierte Informationen rauszuschicken, die sich auch nicht wiederholen im Inhalt. Also das war für uns wirklich, ich will jetzt nicht sagen scheitern, aber eins der Learnings da draus. Ne? Weil man kann von einem Mitarbeiter, der am Tag 10 Aufzüge prüft, nicht verlangen, dass er am Tag eine Stunde Intranet-Meldungen liest. Also das Thema Informationskonzentration und auch die Timeline zu finden. Franka hat sich genau. noch gemeldet. Wir werden sowieso jetzt als Nächster in die Reihe kommen. Da kann ich mich vom Gedankengang anschließen. Und das ist etwas, worüber ich mir in letzter Zeit viele Gedanken auch mache. Und der Anstoß war unter anderem die CEO von SAP, die ja jetzt gegangen ist nach einem halben Jahr. Vielleicht habt ihr das alle mitbekommen. Und das Statement und das Schlagwort war, das war eine Doppelspitze mit einer weiblichen CEO und einem männlichen CEO. Und sie ist jetzt gegangen mit dem Statement, dass in dieser Krisenzeit klare, schnelle Führungsantworten gefragt sind. Ja, dass man schnell reagiert und schnell Informationen gibt und auch schnell Entscheidungen trifft. Und ich frage mich jetzt insbesondere in dieser Krisensituation, in der wir sind, das ist ja nicht so, dass wir alle aus freiwilligen Stücken jetzt 100% remote ausprobieren, sondern wir haben eine gesundheitsgefährdende Krisensituation, die noch verstärkt wird dadurch, dass wir uns gerade nicht persönlich sehen können. Ich glaube, dass Krisenkommunikation nochmal ganz anders ist, wenn man sich persönlich sieht. Und ich frage mich oft in Organisationen und nicht nur in dem, wie wir unsere eigenen Teams managen, wie viel starke und schnelle Informationen braucht man oder auch wie viel Zeit, um über Dinge nachdenken zu können, braucht man. Es ist schnell passiert, dass man einen Tweet absetzt oder eine interne Meldung in Slack reinschickt oder eine Intranet-Meldung veröffentlicht oder irgendwie sowas. Und ich habe da auch noch abschließend keine Antwort drauf gefunden. Das heißt, wie schnell muss man an bestimmten Stellen Entscheidungen treffen oder wie kommuniziert man auch besonders gut zu sagen, nein, ich muss da jetzt erstmal 3 Tage drüber nachdenken, bevor ich auch etwas dazu sagen kann. Das ist ein Element so aus Führungsperspektive, über das ich gerade stolper und mir Gedanken zu machen. Und da geht auch die Diskussion los. Markus meldet sich. Vielleicht nur eine ganz kurze Anmeldung. Und ich glaube auch, wenn man in einem Unternehmen ganz viele Personengruppen hat, ne, dann ist es auch ganz wichtig, denen allen Gerechtigkeit zu vermitteln. Ne? Wir haben halt auch in der Zeit jetzt Leute gehabt, die waren nach wie vor beim Kunden, weil die konnten nicht ins Homeoffice, ja, weil die müssen halt Prüfungen durchführen. Und dass dann nicht der Eindruck steht, boah, die einen, wir sind da draußen, ne, wir werden verheizt, ja, und die anderen sitzen in ihrem Homeoffice alleine für sich am Küchentisch. Ne? Also ich sage auch, die Wertschätzung und Gerechtigkeit in dieser Kommunikation an alle Personengruppen mitzubringen. Frank, möchte auch noch was dazu sagen? Ja, ich glaube auch zu dieser Kommunikation. Also ich habe irgendwann mal im Studium gelernt, dass es dieses, man kann nicht nicht kommunizieren gibt. Und ich glaube, das ist gerade in so einer Situation auch extremst wichtig, dass wenn man sagt, ich weiß es noch nicht, ich brauche noch 3 Tage, wie die Franka gerade gesagt hat, dass man auch genau das kommuniziert, weil wenn man es nicht tut, kommuniziert man trotzdem, aber löst halt dann Unsicherheit aus. Also das ist sowas, wo ich mich in letzter Zeit öfter mal auch daran erinnert habe, dass dieser Satz ja doch sehr was sehr Wahres hat. Da hast du vollkommen recht. Danke dafür. Aber mir ist es noch ganz wichtig, nochmal einen letzten Satz wirklich als persönlich wichtigste Message nach außen von jedem zu hören. Wer möchte?
Ich würde sagen, viel Spaß beim Neudenken. Ich glaube, das ist echt gerade der Punkt, was ich am meisten gemerkt habe, so dieses einfach eins zu eins, ist ziemlich dumm. Und das macht, habe ich an ein paar Stellen versucht. Und ich finde einfach die Runde mega inspirierend von den Gedanken. Und ich glaube, das ist genau der Punkt auch, Franka, was du gerade sagst, mal an ein paar Stellen mal Zeit nehmen und von Best Practices lernen, die es halt schon gibt, von Leuten wie ihr, Manuel und du, Alessia, die das schon lange machen und so arbeiten. Und dann halt in Ruhe was Neues, was passt, aber auch wieder zur eigenen Organisation und zur eigenen Kultur und zum eigenen Business neu denken. Und das finde ich gerade mega spannend an der Zeit. Simon, du musst ganz pünktlich auf die Minute raus. Ich würde gerne von dir kurz in einem Satz so famous last words, einfach zum Abschluss mal von dir einen Satz haben. Ja, ich würde sagen, das Wichtigste ist eigentlich das, was immer schon das Wichtigste ist, nämlich dass Wissensarbeit Arbeit von Menschen miteinander ist. Das ist vertrauensbasiert, Leute müssen sich kennenlernen, man muss wissen, wo die Stärken und Schwächen der einzelnen Personen sind. Und das ist was im Physischen genauso gilt wie im Virtuellen. Da gibt es viele Aspekte, die im Virtuellen schwieriger umzusetzen sind. Über viele davon haben wir heute gesprochen. Und ich glaube, da muss einfach ganz viel Energie reinfließen, sich genau das zu überlegen, wie Vertrauensbildung im Virtuellen stattfindet, wie zufällig Austausch stattfindet, die Gesellschaften weltweit, die das am besten hinbekommen, das wären die Wissensgesellschaften, die in Zukunft auch erfolgreich sind. Okay, super, vielen Dank. Einfach ein Satz als Tipp, was empfiehlst du den Menschen, die remote arbeiten? Ihr habt jetzt ja alle gemerkt, dass das, was ihr früher geglaubt habt, was nicht funktioniert, doch funktioniert. Und ich glaube, dass das, was man jetzt mitnehmen kann, ist, dass ob das geht, umzubauen in wie das geht. Denn ich bin davon überzeugt, egal ob man sagt, ich kann es oder ich kann es nicht, man hat immer recht. Genau, super. Vielen Dank dafür. Franka? Was ich mitgeben kann oder was der nächste Schritt ist, den ich mir wünsche für Organisationen und für Führungskräfte in Organisationen. Wir können jetzt alle remote, wir haben das ziemlich schnell auf die Reihe gekriegt, sitzen wir alle remote. Der nächste Schritt und die nächste Phase wird sein, wie wir das richtig machen wollen. Das heißt, mit welchen Tools wollen wir langfristig zusammenarbeiten? Wie wollen wir unsere Organisationskultur langfristig darauf ausrichten und so hin gestalten, dass wir beides können, remote arbeiten und uns gemeinsam treffen und in Meetings zusammenarbeiten? Und das wird eine spannende Herausforderung und ein spannender Weg für uns alle. Recht, vielen Dank, Franka. Frank? Ja, bei mir ist es, achtet auf den auch im Remote-Fall auf einen wertschätzenden direkten Austausch, der vor allem authentisch ist, weil dann, glaube ich, können wir sogar mit diesen Startdingen, wo wir noch nicht alles ganz richtig machen, das ein oder andere drüber sehen. Ich glaube, das zeichnet uns als Menschen aus. Super, vielen Dank. Alessia? Also ich kann nur sagen, das Mindset muss stimmen, weil die Tools oder die Prozesse oder die Mitarbeiter, die ändern sich einfach über die Zeit. Das ist einfach so. Aber das Mindset, das muss bleiben, weil das der Kern quasi des Ganzen ist. Da hast du vollkommen recht. Vielen Dank dafür. Markus? Also ich glaube, auch bei Remote-Führung ist das Wichtigste Vertrauen und Transparenz. Ja, und ich glaube, die Challenge der nächsten Wochen und Monate wird sein, ja, von dem, was wir jetzt in dieser Zeit gelernt haben, das Maximum in das neue Normal mitzunehmen. Da hast du sehr, sehr recht. Danke dir, Markus. Sandra? Der Markus hat eins meiner beiden Schlagworte schon mal vorweggenommen. Vertrauen und Respekt. Also ich glaube, es geht im allerwesentlichen darum, dass sich gegenseitig vertraut wird. Nicht nur die Führungskraft den Mitarbeitern, sondern umgekehrt ganz genauso. Und da spielt natürlich dieses Thema Transparenz und Respekt gleichermaßen auch eine Rolle, dass man als Führungskraft auch offen kommuniziert, was mache ich denn gerade eigentlich für Aufgaben? Was sind meine Herausforderungen? Und das ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Führungskräften gerade ein absolutes Umdenken im Vergleich zu der Office-Kultur. Und da würde ich mir wünschen, wenn dieser Weg einfach dadurch sehr, sehr gut eingeleitet ist. Und das muss ja auch nicht von heute auf morgen passieren. Wir haben ja alle durch Covid irgendwie auch so ein bisschen Entschleunigung erzeugt bekommen bei uns. Und da haben wir die Chance, ganz, ganz viel dazu zu lernen.
Vielen Dank dafür, Sandra. Stefanie, was ist dein persönlicher Tipp? Ja, also ich bin wirklich beeindruckt, wie schnell Unternehmen, in denen wir ja schon lange als Consultants arbeiten, sich auf Remote-Arbeit umgestellt haben und wie hoch diese Innovationsgeschwindigkeit und die Geschwindigkeit des Kulturwandels im Moment ist. Und ich würde mir sehr wünschen, dass man dieses Mindset, das man jetzt gerade lernt, mitnimmt in die Zeit nach Corona und dann auch Dinge anschaut wie Geschäftsmodelle und so weiter und da mit demselben innovativen Geist rangeht und versucht, das auch in die jetzige Zeit zu führen. Vielen Dank dafür. Doro, was ist dein abschließendes Wort? Ja, ich möchte gerne nochmal das aufgreifen, was wofür Manuel eben eine Lösung gefunden hat. Ich möchte gerne nochmal betonen, überlegt euch ganz genau, wie ihr eure Meetings remote übersetzt. Also was muss wirklich ein Meeting werden, was vorher eine Besprechung war? Was kann auf einem anderen Weg, in einer anderen Methode oder in einem anderen Setting gelöst werden? Also vielen Dank für diese inspirierende Runde. Toll, dass ihr dabei wart. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und auch ich muss sagen, ich arbeite viele Jahre remote, aber ich habe einige Dinge heute wieder dazugelernt. Vielen, vielen Dank euch. Danke. Vielen Dank. Super cool.